Tag 3 der Konnichi. Und diesmal nicht in Attack on Titan. Oh, lass uns noch mal schnell Attack on Titan machen. Endlich mal ein paar chillige Klamotten. Also ich weiß nicht, wie du es fandest, aber ich fand jetzt lieber jetzt auch nicht so mega ungemütlich, bis auf die Schuhe. Erwin fand ich nur ein bisschen ätzend mit den Beinen da, dass man zu viel die Brust so gesehen hat, dass es zu weiblich geschnitten war. Und es war ein bisschen fresh am Bauchnabel. Ich bin so froh, dass ich wieder Schulterpolster trage und ein T-Shirt und nicht mein Bauch zu sehen ist. Und jetzt habe ich wieder eine schöne Manly Man-Statue. Oh. Ich bin so glücklich darüber. So, dann bis später. So, Abenteuerbahn überlebt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Überlebt, ja. Das war echt Krieg schon mit den Taschen. So, und jetzt warten wir auf unsere liebe Phoenix. Zeig jetzt mal, wo wir denn unser Gepäck dann in ihr Auto packen können. Also 15 Minuten zu Fuß noch mit unserem ganzen Scheiß hier. Und dann können wir endlich die Convention wieder genießen. Heute kann ich laufen. Heute kannst du ja laufen. Heute kann ich laufen. Ich laufe so viel, wie ihr gelassen. Ja, Juri ist back. Nee, ist nicht back, ist gone. Ist gone. Juri ist gone. Wir haben irgendwann mal Leute getroffen, die wir gestern schon gesehen haben. Und ich gehe jetzt einfach und vlogge weiter. Hallo! Meine Anführerqualitäten sind null. Alter, du bist so ein Assi, ne? Das weißt du doch schon. Ich bin der geilste Anführer aller Zeiten. Wenn ich so viele Schotos, wie ich sehe, trinken würde, wäre ich richtig stumpf. Nochmal eine Weile und wir machen uns bald auf den Weg. Fahren nach Hause. Und vorher gibt es natürlich wie immer einen Abschlussvlog. Wollen wir natürlich nicht vergessen. Aber jetzt. Ist euch mit zusammen?
Jo! So, diesmal der Abschlussvlog mal in Gehen. Ja, erstmal zu heute. Heute war es wieder gut. Insgesamt, was waren deine Highlights, Felix? Tatsächlich hauptsächlich die Leute. Ich war zwar auf einem Book and Hero-Treff, aber das war irgendwie so. Es war schön, aber ich hatte keinen richtigen Anschluss gefunden. Ich bin da noch etwas. Noch nicht so drin in dem Fandom, aber einfach die Leute, die ich heute wieder gesehen habe, mit denen ich gesprochen habe. Und auch. Was war dein Highlight der ganzen Convention? Ja, natürlich auch die Leute. Das ist ja immer so. Also, es ist halt einfach total cool, wenn man halt ankommt und direkt schon Leute einem winken. Das ist einfach total cool. Mein anderes geniales, großes Highlight ist diese wunderbare Asato-Figur, die ich schon seit vielen, vielen Jahren suche und endlich gefunden habe beim Bring and Buy. Über die habe ich mich extrem gefreut. Ja. Also wirklich sehr gefreut. Mein Highlight waren natürlich auch die Leute. Insgesamt so die gleiche Meinung. Insgesamt hat es mir mega gefallen und ich kann jetzt auch nicht spezifisch sagen, was genau mein Highlight war. Ich glaube fast tatsächlich, dass der Sonntag der schönste Tag jetzt war. Ja, der war schon am Gammeln. Ja. Wir hatten eigentlich nur Spaß und sind am Gammeln gewesen. Es war mega schön. Ansonsten, gab es etwas Negatives bei dir zu der Convention? Die Schuhe, ich hätte die anders machen können. Die sind zwar gut geworden, dafür, dass ich sie zum ersten Mal gemacht habe, aber ich mache sie nochmal neu und anders. Han? Negatives an der Con, also heute am Sonntag? Ja. Nichts. Nichts? Nichts. Okay. Hat mir sehr gut gefallen, der Sonntag. Das ist schön. Bei mir gab es was Negatives? Nö, nicht direkt. Ansonsten wird's auf der FBM 2018 weitergehen. Für die nächste Convention. Wir haben uns gefreut, euch zu sehen, euch getroffen zu haben. Es war mega schön. Und bis dahin, haut rein!